Was ist, wenn man hier auf ein neues Spiel klickt? Fragt das Spiel dann, ob man sich sicher ist oder startet das dann? Weil ich habe immer Angst auf dieses neue Spiel und dann ist direkt ein neues Spiel, ohne dass mich das Spiel nochmal fragt, ob ich ein neues Spiel starten will. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe immer Angst vor diesem Button hier. Fortfahren! Ich bin sehr gespannt. Möchte ich nicht ausprobieren, ich habe auch Angst. Da sind wir. Wow. Moin. Hey. Also. Was ist hier neu? Geil. Auffüller 1. Füllt die Regale auf. Ich stell den direkt ein, oder? Geh mal hier runter. Direkt einstellen, oder was? Benötigt das Lager 1. Achso, man braucht das Lager dafür. Füllt der nur von meinem Lager auf? Oder auch von den Kartons, die auf meiner, also die auf der Straße liegen? Weil ich habe ja gar kein Lager-Chat. Sonst muss ich ja mein Lager mal benutzen. Oh, guck mal, hier ist er ja direkt. Moin! Warum sieht er aus wie ein Sträfling? Als wärst du nicht freiwillig hier. Der sieht mega unzufrieden aus, dass er heute bei mir arbeiten darf. Der hat gar keinen Bock. Nur vom Lager. Aber der macht das schon. Also schmeiß ich jetzt hier einfach alles rein und der macht das, oder was? Kurt, ich habe ihn Kurt getauft. Ich taufe ihn. Och, der macht direkt los, oder was? Der marschiert los. Wow. Oh Gott. Das ist aber eine fette Box. Meine Fresse. Ich habe auch gar kein Geld mehr, sehe ich gerade. Horst. Wie heißen meine Kassierer? Wie habe ich die nochmal genannt? Ich glaube, einer hieß Klaus und der andere, oder Karl Klaus, irgendwie sowas. Zeig mal. Jetzt habe ich es gar nicht gesehen, wie du aufgefüllt hast. Hä, aber wie cool. Der macht es einfach. Na, dann brauche ich mir doch keine Gedanken machen. Dann schmeiße ich einfach alles ins Lager. Ich gucke erstmal kurz. Wir müssen erstmal nachbestellen. Wir brauchen Eier und so. Hä, wie cool. Ich bin gerade super happy, dass es das gibt. Mal gucken, wie schnell der ist. Eier. So, wir brauchen Eier. Wir brauchen den ganzen Käse wieder. Käse. Den können wir dann direkt ins Lager stellen. Mit Kartons kann er umgehen. Okay, das passt. Dann bestelle ich Hähnchen nach. Muss ein bisschen aufpassen, weil ich habe nicht mehr so viel Geld, ne? Zweimal Huhn wird nachbestellt. Was ist hier noch übelst leer? Sagen, das passt alles noch. Das überlebt es heute noch. Pfeffer eventuell nachbestellen. Pfeffer. Ich bin so gespannt, wie der gleich arbeitet. Das heißt, ich muss aber auch mein Lager ein bisschen mehr ausbauen und so. So, die Seife. Können wir noch einmal bestellen. Das Wasser. Kuchen. Hier die Sweets. Süßigkeiten. Die Kuchen. Ah, manche Sachen stapeln jetzt auch höher. Oha, wie das Steak, Kotelett, Joghurt. Echt? Vielleicht mal gucken, weil ich habe hier irgendwo... Warte mal, auch das Huhn? Okay, das Huhn nicht, aber wir probieren das. Wie cool! Wo ist mein Sushi-Regal hin? Ah, hier. Okay, das passt nicht, dann packe ich das ins Lager. Das ist voll. Ey, ich bin... Ah, und guck mal hier. Das ist... Oh, das ist mega, dass man jetzt sieht, was da drin ist. Und auch noch die Stückzahlen. Oder was? Der macht direkt los. Guckt ihn euch an. Der Kartonmann. Aber das Sushi habe ich gerade schon versucht, Kumpel. Das Sushi ist tatsächlich voll. Oh. Anscheinend ging doch noch eins rein. Wow. Sehr aufmerksamer Arbeitskollege. Na hä? Wie witzig ist das denn?
Ich habe auch noch das falsche Wasser bestellt. Und funktioniert es auch hier? Nee, ne, das muss schon im Regal drinne sein. Pudding! Ey! Mitarbeiter des Monats, oder? Moin, lange nix mehr gehört. Seitdem ich 13 bin, wow. Verfolge ich dich, werde in 2 Monaten 18. Das ist krank. Du verfolgst mich, seitdem du 13 bist und du bist in 2 Monaten 18. Ich fühle mich alt und unerfolgreich. Aber Dankeschön, Pudding. Wow. Mensch, da fühle ich mich so, als habe ich immer noch nichts geschissen bekommen in meinem Leben. Ey, vielen, vielen Dank, Pudding, für dein Abo einfach. 18 Monate, was geht? Freut mich, dass du da bist. Moin. Ach so, ich wollte mal hier gucken, Kotelett. Und jetzt steht ja auch, wie viele noch drin ist und so, wie cool. Steht das auch? Wow. Prost. Welche gibt's essen? Guten Hunger. Okay, Moussaka packe ich mal hier rein. Der Kollege macht das schon, Kollege Schnürschuh. Hier ist noch ein Huhn. Das heißt, ich muss mal hier mehr Regale holen und so und das später mal auch sortieren und alles. Mega. Ich weiß nicht, wie wir ihn nennen wollen. Vielleicht ist es auch... Der hat auf jeden Fall gar keinen Bock. Ich weiß nicht, was er da drüben anguckt. Vielleicht denkt er sich so, scheiße, Mann, scheiße, scheiße. Ich muss hier Überstunden schieben, damit ich mir endlich diese Bude da drüben leisten kann. Scheiße, scheiße, gar keinen Bock, aber ich brauche das Geld. Scheiße, scheiße. So ungefähr. Wisst ihr, was ich meine? Augen auf das Ziel, mein Freund. Du willst dir diese Bude leisten, also arbeite hier auch gefährlichst, okay? Hier, ich pack mal den Mimolett für dich hier rein. Das Wasser mach ich. Ich habe das falsche Wasser bestellt, ich Idiot. Björn. Ich heiße ja Björn. Ist es ein Björn? Ah, ich weiß noch nicht so ganz. Oder das ist doch eine Nachbarin da drüben. Es kann auch sein. Hallo, Krizzle. Das ist ja ein cooles Update. Ist noch irgendwas neu? Also man kann jetzt Sachen höher stapeln. Kommt Teekäse. 9. Wow. Hartmut. Der gute alte Hartmut. So, dann brauchen wir noch die Bio-Eggos. Habe ich Parmesan nachbestellt. Später stehen 4 draußen. Boah. Muss hier bald gar nichts mehr machen. Okay, es ist voll. Die Krusty Pits. Ich brauche mehr Regale, glaube. Das Huhn. Okay. Moin, Sean. Moin, moin. Habe ich nicht noch Seife und so bestellt? Ich wollte doch noch Seife haben. Seife, Kuh. Achso, habe ich noch nicht abgeschickt, ich Idiot. Ich habe nämlich auch das falsche Wasser bestellt. Wasser. Ich brauche das hier. Und was brauchen wir noch übelst dringend? Vielleicht. Bestell nochmal so eine Sap Soda. Sap. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie schnell arbeitet der. Ich fülle das mal auf hier. Ich habe schon wieder das falsche Wasser bestellt. Wie kann ich denn 3-mal das falsche Wasser bestellen? Ich brauche das dunkelblaue, ich Idiot. Hä? Nee, warte mal, bevor du das Wasser auffüllst, Kollege. Warte mal. Stopp, 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 stopp. Oh, jetzt macht er das voll mit dem falschen Wasser. Ich krieg die Krise. Ich krieg jetzt schon die Krise, weil ich es einmal falsch platziert habe. Oh, nee. Oh, nein. Wasser. Wir brauchen das hier. Na komm, dann mischen wir auch Brot nochmal gleich mit. Und das Mehl. Mehl, Mehl. Was brauchen wir noch? Ich fülle erstmal auf. Dann gucken wir gleich nochmal. Also, jetzt habe ich das richtige Wasser. Endlich. Wow. Der ist wirklich übermotiviert, aber gefällt mir. Mag ich.
Oh nee. Ich bin ein bisschen wieder raus. Aber danke fürs Auffüllen, mein Junge. Ey, der macht direkt wieder los. Wow. Wenn er jetzt das Wasser wieder da reinstellt, kriege ich die Krise. Ich habe es gerade rausgenommen. Oh nein, da kommt er. Er wird es genau wieder da reinmachen, oder? Okay, der fuckt mich jetzt schon ab. Aber gut, ey, okay. Ich muss den Zettel im Schrank entfernen. Ach so. Ja, okay, gut. Dann ist meine Schuld. Was für eine Maus. So, ich habe hier noch mehr Huhn. Erstmal hier überall da rein. Erstmal schön durcheinander bringen, das Lager. Okay, ich muss auf den Zettel klicken, dann verschwindet das Schild. Okay, okay, okay. Danke euch, Leute. So. Seufe. Ist ein netter Trottel. Ja, es ist ja dann auch meine Schuld, ne? Wenn ich ihm so die Anweisung gebe, hier räume mal ein. Ich bin die schlechte Chefin. Meine Schuld. So. Die Dinger. Ich habe mich auch in den ersten 10 Minuten mit ihm gestritten. Ist es ein Kelvin? Oh, es ist ein Sons of the Forest Kelvin. Alter, der will unbedingt dieses Apartment da drüben haben, oder? Der hat doch kranke Lashes. Kelvin? Fokus. Wir müssen hier noch ein bisschen was auffüllen, mein Freund. Herrlich. So. Ich mach mal hier auf die Bude. Mal gucken, wie es läuft. Ach, und ich muss den auch noch bezahlen, ne? Der will auch noch Geld von mir. Ich habe gerade gar nicht so viel Geld. Ich hoffe, die Kunden kommen jetzt ja alle rein und kaufen alles. So, was brauchen wir noch ganz dringend? Parmesan. Habe ich Parmesan? Anscheinend nicht, weil sonst wäre es ja schon aufgefüllt. Parmesan. Stelle ich gleich zweimal. So. Zack. Ich glaube, er ist wirklich Kelvin. Es wird ein Sons of the Forest Kelvin. Schönes verschimmelte Brot hier rein. Herrlich, herrlich. Steht er den ganzen Tag jetzt seine... Wie lange haben wir geöffnet? 10 Stunden? Da draußen? Ja, der fängt ja sogar um 8 schon an, ne? Oh, hat der auch mal Pause zwischendurch? Oder lasse ich den durcharbeiten von 9 bis 21? Oder von 8 bis 21? Der Arme. Yo, Sean, es geht. Piep. Piep. Wow, wir sind einfach kein Späti mehr, Chat. Wir sind jetzt einfach ein Supermarkt mit 2 Kassierern, einem Auffüller. Wahnsinn. So, hier habe ich nochmal dieses Wasser, was jetzt hier aber voll ist. Er sagt zu, wir lassen durcharbeiten. Stimmt, stimmt, stimmt. Guck mal, er macht direkt los. Da schießt er los. Mensch, der Kartonmeister. Ja, aber wie geil ist das, dass es jetzt einen Auffüller gibt? Das macht mich so glücklich. Wow. Thunfisch. Wir müssen Thunfisch Pommes bestellen. Thunfisch, Pommes. Und dann müssen wir echt dafür sorgen, dass wir das Lager mehr ausräumen. Mehr, ne, so aufbauen. Guck mal, der macht seinen Job. Wow. Und das alles ordnen und so. Okay, Thunfisch. Dann die Eier sind da unten schon wieder alle. Die Zwölfer. Die Zwölfer-Eggos. Hier hinten könnten wir das Öl nochmal kaufen. Öl. Und den Reis. Scheiße, die Versandkosten. Oh, Sushi geht auch ab heute. Okay. Würde ich sagen, das passt. Kaffee in heller Röstung. Oh. Kaffee. Und der Puderzucker. Einmal den, einmal den. So. Okay. Ich kümmere mich um diese Straßenkartons und er macht das, was im Lager ist. Let's go. Boah, das ist ja so geil.
gestern haben wir noch das Spiel gespielt und uns gefragt, wann kommt das Update. Ich habe den falschen Puderzucker bestellt. Und da ist er. Fehlt bloß noch so ein bisschen Mucke. Piep, piep. Piep, piep. So. Öl habe ich hier. Es kam in der Nacht heftig, das Update. Krass, wir haben gestern bis 0 Uhr oder so noch das Spiel gespielt und auf einmal ist das Update da. Wie witzig. Pommes? Guckt ihn euch an. Wow. Was für ein toller Typ. So. Der holt die Kartons raus hier. Wow. Versandkosten bis einschließlich 5 Produkte zahlst du 4 Dollar, bis 10 Produkte 8. Wenn du also Max kaufst, zahlst du nicht mehr. Ah, okay. Ah, danke dir, Stefan. Bim, 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 bim. Ah, wie viel Umsatz machen wir heute? Schaffen wir heute 6K wieder? Wäre cool. 6 ist halt ein Unklug. Ich habe immer 6 gemacht irgendwie. Aber ja. Also 5 Produkte, immer 5. Oder Max quasi. Oh, das Sandwich-Ding ist ja schon wieder full. Oh, Hacke! Bim, 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 bim. Hacke, Dankeschön! Wow! Hacke, Dankeschön für 72 Monate. Das ist ja wirklich krass. Wie geht's dir, mein Lieber? Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie steht's? Dim, 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 bim, 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 bim. Wir brauchen Milch und Mozzarella und so. Dankeschön, Hacke. Nee, obwohl Mozzarella ist ja noch im Dings, ne? Ich weiß gerade nicht. Du bist müde? Oh no. Bei mir ist alles gut. Auch ein bisschen müde, aber bei mir ist alles gut. Wow. Hummus. Wir brauchen Hummus. Joghurt. Hummus. Hummus. So, ich guck mal. Ich habe jetzt 5 Produkte. Jetzt bin ich bei Lieferung 4. Bin ich immer noch bei 4 Dollar bei 6 Produkten. Jetzt bin ich bei 8. Ab 7 bin ich bei 8. Also 6 Produkte sind 4, also nicht nur 5. Also stimmt das schon mit den 6? Irgendwie. Wir brauchen Shampoo. So, und ich gucke mal, was ab 10 passiert. Dann bleibt es ja eigentlich bei den 8, ne? Bei den 8 Versandkosten. Oh, wir müssen Alkohol bestellen. Bier. Und das hier. So, und jetzt sind es immer noch 8. Also 4 oder 8. 6 Produkte bleibt bei 4. Ja. Das hört man gerne. Danke, danke, Hacke. Piep. Piep, piep. Sie wieder Full House. Wir müssen jetzt auch echt gerade wieder hier ein bisschen Geld ranholen, hä? Hummus. Sushi. Gucken, ob halt jemand meckert, ob hier irgendwas zu teuer ist. Ist auch schon wieder 9 Uhr, meine Güte. Mozzarella. Mach gar kein Lichtchen. Die Milch ist auch alle. Habe ich Milch bestellt? Ich glaube, nein. Shit. Huch. War noch Milch im Lager? Nee, ne? Oh, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Und hier das... Oh, der Wodka ist alle. Okay, war da mir sehr schlecht aufgefüllt. Oh, Mann. Oh, guck mal, das können wir jetzt höher stapeln. Das ist sehr cool. Dann passt hier mehr ins Regal. Let's go.
Ach, Joghurt auch endlich. Wow. Das habe ich mir gewünscht beim Joghurt. Das fand ich nämlich immer so sinnlos, dass man den nicht übereinander stapeln kann. So, Shampoo. Schaffen wir 6000? Nee, ne? Ist ein bisschen zu viel. Muss auf jeden Fall für morgen die Milch kaufen. Ich muss mein Lager sortieren. Aha, Hähnchen ist anscheinend alle, oder? Der Typ. Es ist ja übelst viel schon wieder alle. Guckt mal. Wow. Okay, was habe ich noch im Lager? Ich helfe mal mit. Ey, kein Stress, Lars. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Bruder. Falls du jetzt noch zum Bruder gehst. Dankeschön für deine Zeit heute, mein Lieber. Mach dir mal keinen Stress, dass du jetzt los musst. Produkte müssen gleich sein. Hier. Es ist voll. Piep, piep. Dann haben wir noch Hähnchen. Lass es mal ordnen irgendwie. Haben wir noch irgendwo Huhn? Hier ist nochmal Huhn. So, dann machen wir hier Huhn hin. Dreimal Huhn, viermal Huhn. Ist das hier Pizza? Pizza, Wasser. Das kann weg, weg, weg. Hier ist ein Produkt. Hier ist gar kein Produkt. Kann ich entfernt werden, weil dort ein Produkt ist? Okay. Komisch. Ist noch mehr Huhn? Hier ist Auflauf, Auflauf. Das kann jetzt weg, oder? Ja. Das kann weg, kann weg. Da oben ist gar kein Wasser. Da steht achtmal und zweimal Wasser. Ist bestimmt gerade ein bisschen verbuggt, oder? Ey, vielleicht schaffen wir doch 6000 heute. Könnte, weil der Laden ist ja nur übelst voll hier. Wir müssen morgen echt viel nachbestellen. Ey, hier ist noch zweimal Milch. Das ist richtig? Echt? Ach, der hängt. Ach so, hängt über den Produkten. Ah, okay. Boah, da muss ich es erstmal ein bisschen reinfuchsen hier. Das ist noch ein bisschen komisch. Ach so. Kann man jetzt auch nach 9 Uhr schon bestellen? Nee, kann man nicht. Okay. Das geht nicht. Neue Produktlizenz kommt ab Level 42. Kelvin hat hier draußen auch nichts mehr zu tun gerade. Okay, müssen wir kurz warten, bis die alle fertig sind. Ja gut, mal gucken, wie wir das machen mit Kelvin. Und dem Auffüllen und so. Der holt leider nicht von der Straße die Kartons, nee. Ich muss mich jetzt wirklich um das Lager kümmern. Muss es einsortieren und muss dann, ja, wirklich mehr das Lager benutzen. Lager ausbauen. Was ja bisher nicht so mein Ding war, aber sonst füllt der Kollege das nicht auf. Lager. 1200 für Abschnitt 3. Abschnitt 3 ist das mit der Tür, ne? Dann habe ich die Tür. Dann muss ich nicht mehr die Straße lang latschen. Und dann brauche ich aber noch mehr Regale und so. Ah, okay. Möbel. Kleines Regal, 200. Okay, wir müssen ein bisschen Geld sparen. Oh, wir machen doch noch 6000 voll. 7 Euro fehlen noch. Ja, schön. Die kaufen nochmal richtig schön ein hier. Wow. Okay, machen wir zu, die Bude. Produkte nicht gefunden. 5. Wow. Oh, wir haben heute 11.000 erweitert. Stimmt. Die Eier sind runtergegangen. Und das Bier. Dann machen wir die auf 4, 5, 55. Und das Bier, Bier, Bier. 26,38 passt. Ich weiß gar nicht, welches Bier.
4,25. 4,25. Okay, wir müssen wieder auffüllen. Let's go. Die Milch einmal. Krabbensticks. Dadurch, dass du im Spiel immer eine neue... Hast du eine neue Aufgabe? Von der Kasse zum Einräumen ist das Lager. Ja, ne? Ist cool. Das stimmt. Krabbensticks. Die Milch. Brauchen wir. So. Butter. Dadurch, dass wir jetzt mehr stapeln können. Butter. Pommes schon wieder. Ups. Butter, Pommes. Sushi, klein, groß. Der Apfelsaft eventuell. Apfel. Apfelsaft. Was steht hier hinten noch rum? Ah, hier steht noch ein bisschen Saft rum. Okay, und was ist das hier? Das Eis. Das Eis wird, glaube ich, noch durchhalten heute, oder? Okay, dann haben wir das, das. Ich denke, das reicht noch. Vielleicht... Der Typ! Oh, der Typ, der macht mich wahnsinnig, der Typ. Schnell wegnehmen. Öl. Die kleine Maus. Öl. Vielleicht Erdnussbutter nochmal. Erdnussbutter. Peanut Butter. So, ich hau alles voll. Und dann vergrößern wir morgen eventuell das Lager, dass ich eine Tür habe. Dann muss ich nicht immer raus auf die Straße. Ich muss mir das bloß angewöhnen, weil meine Technik ist immer noch Kartons einfach auf die Straße stellen. Das ist der Biojuice. Schön. Es ist voll. Oh. Dann ab ins Lager damit. Erdnussbutter. Diese blöde Tür. Ich bleib immer an dieser Tür hängen. So. Noch mehr Öl. Öl. Sushi. Gott, die Sucht. Diese Sucht. Achso, ist auch noch falsch. Ist hier das Große. So, jetzt nehmen wir das hier wieder weg. Nicht, dass unser Kelvin verwirrt ist. So. Und kleines Sushi. Jetzt passt es. Noch mehr Milch. Noch eine drin, oder? Hm. Stellen wir ins Lager, nicht, dass ich es wieder vergesse hier. Dann kann Kelvin nachher auffüllen. So. Pommes. Dragon. Auch schön. Es ist voll. So, die Krabbensdiggis. Ach, das heißt ja auch, mein Lager muss ja ständig aufgefüllt sein. Ich muss immer darauf achten, dass mein Lager aufgefüllt ist, weil sonst macht der Kelvin ja nichts. Also, das wird schwer für mich. Dieses Abgewöhnen von, ich stelle die Kartons einfach auf die Straße. Bestell mal noch Kaffee. Kaffee. Wir füllen schön auf heute. Das reicht noch. Vielleicht diese Honey-Müslis nochmal da hinten. Honey-Müsli. Die Soßen. Mayo-Ketchup. Mayo. Gleich dreimal oder was? Ketchup. Und einmal dieses Brot hier. Brot. Geil. 5.000. Jetzt sind wir schon wieder minus 1.000. Und ich muss noch meine Mitarbeiter bezahlen, oder? Habe ich noch nicht gemacht. Und Miete bezahlen und so. Ketchup.
Noch mehr Ketchup. Ach ja, Chat. Dieses Game. Diese Sucht. Ey, hört ihr irgendwie Felix oder so? Der lacht übelst laut. Was ich über ihn hört. Ich höre ihn. Ich höre jedes Wort, was er gerade sagt. Ich weiß nicht, ob das in meinem Mikro ankommt. Ey, Calvin, was wird denn hier aufgefüllt jetzt? Ah, sehr gut, Calvin. Hoffentlich hier bei dem Supermarkt. Nee. Nee. Sehr gut, Calvin. $8,15 für Mayo ist auch stattlich. Übelster Wucher. Ach so, der hat da unten jetzt den Ketchup hingestellt. Ah, ich verstehe. Ach so, okay, dann müssen wir das hier schnell wieder wegnehmen. Da soll natürlich kein Ketchup rein. Ach, Calvin. Worauf wir jetzt alles achten müssen, dass jetzt hier die Etiketten wechseln, dass das Lager eingeräumt ist. Mayo. So, nachher sind wir auf jeden Fall Level 38. Cool. Was brauchen wir noch? Wir brauchen... Ich würde diesen Puderzucker hier nochmal kaufen, den Pablo-Zucker. Hier, Pablo-Puderzucker. Die Milch im Sechser. Mickel. Hier, weil die geht ja auch immer ganz gut ab. So, Haushaltswaren. Seife, Reiniger. Seife, Reiniger einmal. Toilettenpapier auf Vorrat, würde ich sagen. So, zweimal Toilettenpapier bestellen. Macaroni. Macaroni. Und Mehl. So. Ups, auf geht's, der Reiniger. Ich kann auch theoretisch jetzt, wenn ich aufgefüllt habe, schon das Lager Abschnitt vergrößern, weil dann habe ich ja die Tür. Obwohl, ich weiß nicht, finde ich das jetzt entspannter oder einfach kurz rumgehen. So, noch mehr Milch. Piep, 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 piep. Pablo. Pablo Puderzucker. So, der wird überleben heute. Ich sag nicht, wie oft ich an der Treppe vom Lager in den Laden hängen geblieben bin. Ich bleib immer an dieser Tür hier hängen. Ich gehe immer hier rein. So. Das packe ich ins Lager. Holt ihr bestimmt gleich, oder? Die Macaroni. Da können wir eigentlich gleich noch mehr bestellen, ey. Ist ja gleich leer, das Fach. Da kommt er mit dem Klopapier. Oh nein, wie ein echter knall ich immer mit dem Arm an die Tür falle. Oh nee. Aua. Oh, falsch, 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 falsch. Weg mit dem Schild. Okay. Wir brauchen, das hier muss alles voll sein. Nudeln, ich würde einfach nochmal die ganzen Nudeln bestellen. Nudeln, Mehl. Penne. Macaroni. Das ganze Mehl. So. Penne. Nudeln. Spaghetti einmal. Let's go. Jetzt bin ich neugierig. Geil. So, rein damit. Mehl. Supreme Farine. Schön. Level 37, ey. Wie geht das Spiel? Was kann man hier noch alles so freischalten? Boah,
Abschnitt 23 kostet dann auch nur 160.000. Das geht doch noch, Mensch, meine Güte. Wie lange muss man spielen, um so viel Geld zu bekommen in dem Spiel? Ich habe immer das Gefühl, ich mache immer nur so plus minus 2.000 bis 3.000. Heftig. So, hier das Mehl. Spaghetti. Oh, jetzt habe ich die Spaghetti hier irgendwo verloren, oder? Im anderen Gang? Ja. Spaghetti verloren. Schön das Schild entfernen. So. Kelvin ist immer noch an seinem Spot. Boah, zwischen 30 und 100 Mal. Okay, das ist viel. Habt ihr so einen Counter oder so im Stream, Digga? Oder hast du mitgezählt? Je größer der Laden, desto größer muss der Umsatz sein. Ja, aber deckt sich das dann mit den Einkaufskosten? Aber ich muss ja dann auch, je größer der Laden, desto mehr kaufe ich ja auch ein wieder. Mal gucken. Piep, piep, piep. Ach so, ist einfach grob geschätzt, okay. So, das ist voll, dann kann das ins Lager. Bitte schön, Kelvin. Ups. Und noch mehr Supreme Mehl. Schön, jetzt haben wir wieder schön aufgefüllt. So, was ist noch wichtig? Haushaltsabteilung, die Süßis und die Chips. Achso, warte mal, Haushaltsabteilung. Das Bleichmittel ist nämlich schon wieder leer. Cool. Bleichi. Das wollen wir nachbestellen. Die ganzen Süßigkeiten nachbestellen. Hier, Süßes. Kuchen. Chips. Chips sind ja komplett leer. Die Covid-Chips hier. So, die bestellen. Dann die hier. Und das Alkohol ist auch schon wieder leer. Wodka ist schon wieder RIP. Wodka, diese Fässer. Bier. So, dann können wir die Soda hier nochmal nachbestellen. Soda. Dann dieses Soda noch jeweils. Wie sieht hier meine... Wie sieht es hier eigentlich so aus? Hier ist noch Huhn. Okay, ich glaube, das reicht dann erstmal, oder? Gucken wir mal, was so abgeht heute. Piep, 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 piep. Wir haben Kartons hier schon wieder. Gar kein Regal für Bleichmittel, ne? Das ist immer hier unten so ein bisschen mit drin. So, die Chippos. Die Nudeln da oben falsch hingepackt. Mhm. Bierfass, blond. Oh, wie viel jetzt hier auf einmal reinpasst. Schön, 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 schön. Wir sind Level 38. So, dann machen wir einfach Bleichmittel da noch mit hin. Erstmal, ich habe voll vergessen, dafür Platz einzuplanen. Hier die Covid-Chips. Covidos. Oh, du magst Coke-Vanille? Echt, ich finde die übelst eklig irgendwie. Liebe Vanille, aber das finde ich eklig. Das ist nicht so meins. Aber klar, mach mal. Gönn dir mal was, Dragon. Noch mehr Bier. So. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, was ich noch so im Lager habe, ne? Weil ich habe nie mit dem Lager gearbeitet. Katastrophe. Was haben wir hier noch? Noch mehr Hass. Okay, das können wir hier voll knallen. Noch mehr von diesen Chippos. Ah,
Das geht leider nicht. Muss ins Lager erstmal. Wegen dieser einen Nudel da oben. Noch mehr Bier. Ich würde sagen, danach haben wir gut aufgefüllt, oder? Ich könnte den Käse und so nochmal bestellen und ins Lager packen auf Vorrat, weil der wird eh gleich wieder leer sein hier vorne und die Milch und so. Kuchen. Wieder leer. Die können ins Lager, das ist jetzt glaube ich voll. Ich brauche mehr Regale. Und ich muss es sortieren, das Lager. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ey, Dankeschön, Altabu, für deine Zeit heute. Es war sehr schön, dass du da warst. Beim Lager lieben lernen Simulator. Dankeschön, Altabu. Ich freue mich drauf. Ach, hier war doch noch Platz. Okay. Sehr gut, Kelvin. Mitarbeiter des Monats. Ich fand den Wodka, dann, da macht man jetzt auch irgendwie mehr, ne? Kann das sein? So, erstmal damit hin. So, der Kuchen. 15 Mal passt es hier rein. Stark. So, jetzt ist es ja auch leer. Covidos. Covidos ist aufgefüllt. Okay, was machen wir? Ich könnte jetzt noch, ich glaube, dass ich den ganzen Käse jetzt nochmal nachbestelle. Was habe ich hier noch bestellt? Achso, die Soda und so. Okay, dann die auch. Aber wir brauchen den Käse, weil das sind so Sachen, die gehen immer übelst ab. Also Käse, Käse. Mozzarella. Alles, was so im Tiefkühlding ist. Dann will ich die Milch nachbestellen. Milch. Was brauchen wir noch? Vielleicht... Ich weiß nicht, ich denke, das Hähnchen geht heute übelst ab. Vielleicht ein Thunfisch. Thunfisch und so ein Lagerregal. Oh, teuer, jetzt habe ich gar kein Geld mehr. Ach du Scheiße. Krank. So, das räume ich jetzt einfach nur ins Lager. Wo ist mein Regal? Habe ich nicht mitbestellt jetzt, ne? Da war schon Max voll. Diese Kuchen habe ich früher geliebt. Was für Kuchen? Hier ist mein Regal. Okay. Ich sortiere jetzt das Lager, oder? Nehmen wir das jetzt in den Angriff hier. Mach mal wieder rein hier. Nimmt er das da raus? Ist ja doof. Wir können aber auch einfach so hier machen, oder? Ist das vielleicht angenehmer so? So, so. Na, oh, vielleicht machen wir es so. Okay, Achtung. Geht los. Mach den Thunfisch. Achso, ich habe es auch noch falsch hingestellt. Thunfisch. Wir können ja schon mal aufmachen, oder? Der wird es doch jetzt hier auffüllen. Ich mach schon mal auf. Ich glaube, mein Mitarbeiter hat es im Griff hier. Okay, Thunfisch. Milch. Habe ich hier nämlich noch mehr. So, Thunfisch, Milch. Das kann weg. Dann ist das hier Ketchup. Ketchup, okay. Das Huhn. Sie kann hier mit hin. Diese ganzen Aufläufe. Das ist nämlich alles, was so vorne in dem Regal ist. So, Wodka. Das hier kann weg, das Schild. Das Schild jetzt kann weg. Und das kann weg. Das hier ist noch mit vorne.
Das hier ist noch mit vorne. Die Pizza. Das ist hier noch der Käse. Käse. Der andere Käse. Ich mach's gleich wieder unordentlich, ne? Käse. Ach, Kelvin. So ein guter. Ich glaube, das hier können wir auch direkt auffüllen. Wenn du an der Kasse bist, kannst du neu auch über das Numpad die Tannen eintippen. Oh, wie cool. Geil, jetzt habe ich Bock, mal an die Kasse zu gehen. Hey, Robin, moin, was geht? Mozzarella. So, Mozzarella auffüllen. Jetzt muss aber das hier mal weg. Was ist das hier? Das ist Klopapier. Lass mal das Klopapier dahinter stellen. Und was ist das hier? Auch Käse, oder? Nee, Ketchup. Ketchup. So, dann kommt nämlich hier das Käsegedöns rein. So, Mimolettkäse. Ist voll. Dann damit hin. Und der Mozzarella ist auch noch voll, war hier oben. Genau. Jeder macht richtig an die Arbeit. Level 38. Hier wird aufgefüllt. Die Schokolade können wir nachbestellen. Die habe ich nicht im Lager. Schoki. Zweimal Schoki. Die Eier können eigentlich auch schon wieder und das Huhn auch. Kannst du Eier nachbestellen? Eier, Eier, Eier. Hähnchen. Obwohl, Huhn habe ich noch hinten, ne? Ich glaube, Huhn habe ich noch genug. Müsli überlebt heute noch, oder? Außer der Typ steckt jetzt drei Packen ein. Gut, ich bestelle das Müsli nochmal nach. Müsli. Kartoffeln. Kartoffelsack. Was macht das Püree hier hinten? Kartoffelpüree. Piep, piep. Piep, piep. Ich habe gar nicht so viel Platz hier, oder? Klopapier. Wasser. Da ist noch... Dann haben wir Getränke. Hier noch Wasser. Hier die Chips. Wasser, Wasser. Klopapier. Wohin mit dem Klopapier? Kann man ganz oben stapeln? Nee. Das Lager wird durcheinander sein, Chat, ich sag's euch. Bin immer noch kein Freund. Oh Mann, ey. Sehr gut, Kelvin. Piep, piep. Piep, piep. Piep, piep. Schoki. Hier. Kelvin macht den Rest. Noch mehr Schoki. Piep, 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 piep. Ist wieder 5 Uhr in Game. Wie schnell immer. Oh, ich liebe das so dolle, dass er mir hilft. So, die Eier. Ich glaube, ich werde niemals ein ordentliches Lager erleben. Ich glaube, das passiert bei mir einfach nicht. Stell es dahin, wo Platz ist und such dann einfach, oder? Solange Kelvin alles findet. Oh, sehr gut. Passt. Und gleich auch mal Licht anmachen. Die Chockpicks. Schick. Machen wir Licht an. Und was habe ich noch? Noch mehr Eier. Eier. Parmesan haben wir nicht mehr hinten, oder? Milch ist noch.
Hier ist das Käseregal. Ich glaube, Parmesan. Nee, Parmesan haben wir nicht mehr. Dann werde ich Parmesan mal nachbestellen. Parmesan zweimal. Was mit dem Huhn? Oder das Eis können wir nachbestellen? Schoki-Eis. Der Joghurt. Joghurt. Der Lachs. Ich habe das Gefühl, dass jetzt, wo wir hier so einen Auffüller haben, auch gleich mal noch mehr kaufen. Achso, Kartoffelpüree ist zu teuer, sagen sie. Okay, es ist wirklich teuer. Wir machen das auf 4,85. Reis. Oh nein! Schnell, schick ab, ist egal. Oh Gott. Ist ja schon wieder um 9. Schon wieder um 9. Ediba, wie viel Level bist du jetzt schon? Wie sieht es bei dir aus, levelmäßig? So, Eis einfach kurz da hinstellen. Parmesan. Ach, mit so einem Barcode. Wie realistisch. Wie cool. 37, krass. Krass. Boah, der Lachs geht ab. Dann mehr Joghurt. 24 Stück passen jetzt hier rein. Ne, 25, 26, 27, 30 Stück für Joghurt. Wow. Noch mehr Parmesan. Den Parmesan packen wir damit hin. Was ist hier drinne? Mozzarella. Oh, ich mag das Lager nicht irgendwie. Guck mal, ich gucke einfach, wie er jetzt hier aufräumt. Oh, er schmeißt sogar die Kartons weg. Wie cool. Geil. Kann ich dir irgendwie helfen, mein Junge? Ich liebe es. Ja, ich auch. Hab ich noch Reis im Lager? Nee, ne? Hier können wir noch was auffüllen. So. Ich habe sogar geliebt, als es noch so klein war, ich auch. Ach so, du meinst dein Lager. Ach so. Ich dachte, du meinst das Game. Nee, Lager mag ich nicht so. Ey, Ero, danke schön für die 10 Bits. Haben Sie noch Feuerwerk im Lager? Ich glaube nicht. Danke für die Bits. Nee, ich mag das Lager nicht. Gewöhne ich mich da noch dran? Wenn es dann schön aufgeräumt ist? Ist genau dein Ding. Alles schön sortieren und einräumen. Ah, meinst nicht. Die Kassen sind voll. Ich bin jetzt froh, dass wir Kelvin haben. Der Aufräumer hier. Einräumer, Aufräumer. Na komm, ich verkaufe es. Ich mache jetzt mal eine Vergrößerung fürs Lager, oder? Hä? Bin ich jetzt gelandet? Verwaltung? Na, wär wirklich dann wieder. wirklich dann wieder rummelig, lieber. Lager. 1200. Hallo Streuni. 1200 für. Aber ich denke mal, meine Aufgabe ist jetzt eher, wo wir diesen Aufräumer haben, ein ordentliches Lager aufzubauen, das ordentlich einzuräumen. Und er füllt halt auf. Und ich fülle nebenbei noch auf. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich glaube, das Auffüllen ist jetzt nicht mehr meine Main-Aufgabe, sondern wirklich das Lager. Dass es immer voll ist mit Sachen. Also, dass ich eher das Lager auffülle und er dann den Laden. Wisst ihr, was ich meine? Hallo Kaffeebohne, was geht? Wenn du es einmal vollgeknallt hast, merkst du die Vorteile. Ja, ne? Ich denke auch. Ich denke, ich muss mich jetzt mal aufs Lager konzentrieren. Du hast gerade die neuen Schilder in Auffüller entdeckt. Übelst geil, oder? Ich freue mich übelst, dass wir den haben. Okay, wir konzentrieren uns aufs Lager. Let's go. Jetzt habe ich hier eine Tür. Oha. Oh, wow. Okay, geil.
Dann muss ich das ja auch nicht ordentlich haben, oder? Wenn ich meinen kleinen Calvin habe. Hauptsache, es ist schön vollgeknallt. Hey, Baby Sharky, was geht? Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Piep. Piep. Schön, dass du mit mir alt wirst, finde ich auch. Finde ich auch, Shark. 4 Jahre einfach. Krank. Hey, Sean. Hello again. Ich überlege, ob ich mir einen Kredit nehmen soll. Einen Kredit, um das Lager voll zu hauen. Lass dir erstmal noch arbeiten hier, oder? Guck mal, der macht ja hier noch, der tüffelt noch. Dein Hirn pocht, obwohl du keins hast. Geil. Gute Besserung. Wenn man die Lagerregale etwas dicht zusammenstellt, bleibt der ab und zu hängen. Oh. Perfekt. Holt der jetzt noch was oder können wir hier zumachen? Ist der immer noch am Rackern? Der ist immer noch am Rackern. Der macht wieder Überstunden hier. Ah, wir lassen den mal noch ein bisschen auffüllen, oder? Guck mal, der macht das schon. Brauchen wir gar nichts mehr machen. Jetzt kann ich mehr mit Chat quatschen. Was holst denn du jetzt noch? Wir haben Feierabend. Ich mach mal Tag beenden. Fanden die Produkte zu teuer? 2. Die Soda ist hochgeschossen. Der ist immer noch am Arbeiten. Hat der überhaupt mal geschlafen, der Kollege? Wow. 2,85. Wir machen die auf 3. Wir versuchen es mal. Der sammelt wirklich Überstunden für den nächsten Urlaub. Der ist hart am Schuften hier, der Mann. Okay, Chat, Lager. Lager, Lager. Ich nehme jetzt einen Kredit. Ich nehme einen Kredit. Wir machen das Lager schön. Er denkt ans Apartment. Endlich! So, wie viele Regale werden hier noch reinpassen? 2, 3, 4. Ist das zu viel? Weil dann habe ich ja schon mal 800 Euro weg. Ne, wir machen das. Wir machen das. Lager ausbauen. Kostet die nächste Stufe. 1181. Ich muss halt dran denken, dass ich da noch Geld brauche. Zum Kredit abbezahlen. Das kommt ja noch dazu. Oh, jetzt rutschen wir in die Schulden-Chat. Ist es schlauer, wenn wir das so hier hinstellen? So. Oh, da passt jetzt hier noch eins hin. Nee, da passt noch eins hin. Kühlkammer haben wir nicht, nee. Wird alles schön verschimmeln im Lager. Peter Zwegert hat schon Termine gemacht. Ich glaube auch. Oh, ich weiß nicht, hätte ich mein Lager jetzt schon so groß machen müssen? Ich glaube nicht. Ich denke, das war ein Fehler. Okay. So, jetzt kaufe ich die... Wenn ich jetzt 4 von diesen Regalen kaufe, dann bin ich bei 6.900 ungefähr wieder. Aber ich kaufe die erstmal. So, jetzt haben wir 6.900. Dann müssen wir aufpassen. Wir müssen jetzt das Lager erstmal vollknallen und so und sortieren. Ich stelle es erstmal hier vorne hin. Wir haben jetzt noch übelst viel Platz. So. Neuen Kredit aufnehmen und den alten abzubezahlen. Oh, krank. Smart. Einfach schön in die Insolvenz rutschen. Herrlich, herrlich. Achso, hier passt jetzt noch ein Schrank rein.
Ein Schrank, wahrscheinlich ein Regal. Kleine Ecke, jetzt triggert mich aber ein bisschen. Mensch, Mensch, Mensch. Okay, wie sortiere ich mir das jetzt aber? Wie ist jetzt schlau, das Lager zu sortieren? Am besten eigentlich so die Tiefkühlprodukte irgendwie zusammen, die Kühlschrankprodukte. Da oben, das verwirrt mich auch ein bisschen, dass das einfach über den Kartons steht. Hier kommt der Käse hin, hier ist der ganze Käse, hier ist das Käseregal. Das hier, das Bier, hier hinten hin. Dann kommt das hier weg. Das kann weg, das kann weg. Hier ist das Käseregal, das kann weg und das kann weg. Das ist Wasserregal. Wir machen mal die Getränke hier hin. Können wir das übereinander stapeln? Geil. So. Getränke, Wasser, Wasser, Klopapier, erstmal dahin. Achso, können wir sich abstellen? Na gut, dann halt erstmal dahin. Getränke, Getränke, Hähnchen. Weg damit, weg damit. Ich glaube, wir machen sogar die Tiefkühlsachen. Getrennt von den anderen, von den Kühlschränken. Weg mit dem Huhn. Weil dann haben wir einmal das Huhn, dann haben wir Eis. So, weg damit. Die Pizza. Sind ja alle in diesen Gefriertruhen drin, nicht im Kühlschrank. Käse passt. So, weg damit. Chips. Snacky-Regal. Snacky-Regal machen wir hier hin. Chips. Chips, Chips. Getränke. Okay. Also. Habe ich denn noch Milch? Ich würde es einfach mal von jedem so ein bisschen was bestellen. Also, wir haben drinne, wir haben Milch hier drinne in diesen Kühlschränken. Dann haben wir Joghurt. Dann haben wir den Lachs. Lachs. Dieses Steak-Gedöns. Steak. Was haben wir noch drinne? Wir haben noch Sushi drinne. Sushi. Also haben wir jetzt hier wieder die Milch. So. Boah, das ist eine Aufgabe für mich gerade, dieses Lager zu sortieren. Ich hasse das Lager. Käse haben wir. Mach ich da oben mal das Steak rein? Hier ist noch Sushi. Der räumt direkt auf schon wieder. Warte mal, Sushi kommt oben hin. Ich mache es oben rein. So. Direkt am Auffüllen hier, der Mann. Steak. Wo habe ich jetzt das Steak? Oh mein Gott. Da oben. Achso, er hat es mir schon wieder aus der Hand gerissen. Deswegen. Verstehe. So, dann hier das Steak daneben. Kotelett. Schön. Joghurt. Was ist das hier? Das ist nämlich gar kein Schild. Ach so, weil der Karton leer ist. Ha, mega. Das steht hier ein leerer Karton. Analog zu den Regalen im Laden. Eigentlich schon, ne? So, dann haben wir hier noch den Lachs. Nicht wahnsinnig, dass er gerade diese Dinger hier wegnimmt. Lachs, Lachs. So, Käse.
Sushi hatte mir gerade wieder aus der Hand gerissen. Mozzarella fehlt wieder. Die kleine Maus. Dann Mozzarella. Parmesan. Sushi. Sushi klein und groß können wir mal bestellen. So. Butter eventuell. Brauchen wir Butter? Geil, wie er auffüllt. Ich liebe das. Butter. Butter. So, dann vielleicht die Säfte. Saft und Saft. Ich glaube, wir brauchen mehr Regale, oder? Wenn er davor steht. Guess who's back? Hausi, was geht? Moin. Ey. Ey, ey, ey. Ich habe doch noch Parmesan. Er füllt es bloß gerade nicht auf. So, hier der Juice. Den mache ich, glaube ich, zu den Getränken, ne? Auch wenn es im Kühli steht. Jetzt wird es doch wieder durcheinander. Oh Mann. Was überlegt denn der jetzt eigentlich? Der steht hier übelst lange vor diesem einen Regal. Ist der gerade irgendwie stuck? Der ist stuck, oder? Das war's. Das war's mit ihm. Okay, geil. Sushi, Sushi. O-Saft, Orangensaft. O-Saft, Orangensaft wahrscheinlich. Apfelsaft, Orangensaft. Hier, Mozzarella ist wieder da. Mozzarella, noch mehr Mozzarella. Noch mehr Sushi. Sushi klein. So. Was ist das hier? Die Butter. Wohin mit der Butter? Butter, Butter, Butter kommt. Machen wir die Butter dahin. Ja, der, irgendwie ist der gerade stuck. Dann Pommes nachbestellen. Ich laufe, seht ihr, ich mache immer noch, ich laufe immer noch außen rum, anstatt das hier zu benutzen. Pommes. Diese eine Pizza. Die gemischte. Gemischte Pizza. Dann noch die Krabbensticks. Mal gucken. Krabbensticks. Hähnchen haben wir noch, ne? Ja. Aber auch nur noch 4 Stück. Der macht Mittagspause. Der ist hängen geblieben. Kevin hat die Blair Witch gesehen am Regal. Ich denke auch. Der macht gerade gar nichts mehr. Okay, dann würde ich noch Hummus bestellen. Hummus und Thunfisch. Jo, Kelvin, müssen wir dich feuern und morgen wiederkommen lassen? Du bist gerade stuck. So, ich orte das mal. Pizza zur Pizza und das Eis. Hummus. Obwohl das jetzt schon wieder Kühlschrank ist, ne? Es wird doch durcheinander, Chat. Oh mein Gott. So, die Krabbenstiggis sind im Tiefkühl. Pommes sind auch im Tiefkühl. Thunfisch ist im Kühlschrank. Hier steht gerade nichts. Hummus. Steak da oben. Kevin geht's gar nicht gut. Der kommt auch nicht auf das Lager klar. So, noch mehr Thunfisch. 2 Tage schon Burnout. Er kann gerade nicht mehr. Der heult gerade im Lager. Aber verstehe ich. Ich ja auch. Hey Giga, was geht's? Was gibt's heute im Konsum? Alles. Es gibt alles. So, das hier muss weg. Das hier muss weg. Das macht mich wahnsinnig. Was brauchen wir noch dringend? Das Müsli. Hm.
machen ein Müsli-Regal. Vielleicht, wenn ich das Regal bewege, kann auch sein. Kelvin! Aha! Danke, Mann. Ich glaube, der will hier ran an das Regal. Ey, Kelvin, so wird das aber nichts. Kelvin! Ah ja, okay, er geht erstmal. Er geht, er geht. Schnell, stell's hin. Komm, bevor er wiederkommt. Ha! Was will er? Was will er? Was will er? Kelvin, was willst du? Geh doch woanders hin. Läuft der mir hinterher, wenn ich... Also läuft er dem Regal gerade hinterher? Der muss an das Regal. Der läuft dem Regal hinterher. Guckt ihn euch an, den Idioten. Schnell. Ha! Hä? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich denke, er will den Parmesan oder so nachfüllen. Ich glaube, ich feuer den gleich und stelle den nochmal neu ein. Der kann morgen nochmal antreten. So, mein Müsli-Fach. Es ist wieder durcheinander. Naja. Ja, der ist einfach Endgegner, ne? Ist er halt wirklich der Gute? Guckt ihn euch an! Hey, warte mal, ich kann doch so hier auch machen. Wir können das doch alles übereinander stapeln. Kelvin? Warte mal, ich stelle ihm das Regal mal kurz woanders hin. Hier, guck mal. Wo willst du ran? Hm? Ist es der Parmesan? Okay. Junge. Nee, ich weiß nicht, was er will. Ich mache erstmal das Lager und dann feuern wir den einfach. Wir feuern den und dann holen wir den wieder. So, Erdnussbutter. Honig. Und dann die ganzen Nudeln. Und die Macaronis. Oh, das Lager reicht gar nicht. Das hier, das ist das Snacky-Regal. Ich muss, glaube wirklich so also Regal, ein Regal ist das Regal im Laden, eigentlich. Ich glaube, das wäre wirklich das Schlauste. Aber habe ich da jetzt Bock drauf? Honig? Hände. So, so. Macaronis hoch. So. Spaghetti. Hey, viel Spaß beim Termin, Hausi. Wir lesen uns. Danke für deine Zeit heute. So, was geht hier noch immer übelst ab? See you. Bis später. Der Puderzucker. Ach Mann, ich bin überfordert mit dieser Lagerplanung gerade. Eigentlich wäre es wirklich schlau, man kommt rein ins Lager, fängt dann hier an mit dem Gang hier vorne und das dann so voll zu knallen. Oh mein Gott, diesmal Lagerregal rückwärts. Es ist einfach dasselbe, es ist einfach Lagerregal. Krank. Das ist crazy. Das ist sehr crazy. So, der Typ wird jetzt erstmal gefeuert.
Wir holen ihn jetzt erstmal raus. Raus! Odiva! Special Friends! Diva, danke schön, dass du Tim ein Sub geschenkt hast. Für 3 Monate sogar. Diva, danke schön, dass du Tim für 3 Monate hier einsperrst. Danke, danke, danke. Vielen, 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 vielen Dank. Wow. Ey, Tim, du bist jetzt hier die nächsten 3 Monate gefangen. Ist dir das bewusst? Vielen, vielen, vielen Dank, Diva, für 3 Monats-Sub. Wow. Dieser Alert ist toll. Dankeschön. Danke. Mach dich an die Arbeit, mein Junge. Mein Auffüller ist gebrochen, Chat. Der macht nichts mehr. Oder? Oder ist alles so gut aufgefüllt gerade? Was ist, wenn ich jetzt hier Brot kaufe? Brot. 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 Reiniger. Seife. Bleichmittel. Ja, ich guck mal. Entweder der macht das jetzt, weil das Brot ist nicht ganz aufgefüllt. Mal gucken. Ah, mir fehlen die Regale. Für den Sub gehe ich gerne in den Knast. Hier vorne ist mein Snacky-Regal. Oh no. Ich brauche mehr Regale. Reinige. Hier, Bleichmittel kann da hoch. Bleichmittel. Haben wir unseren Auffüller jetzt schon kaputt gemacht? Hey, irgend so eine Olle, was geht? Moin. Ah, hier ist noch mehr Brot. Jetzt habe ich aber viel Brot bestellt. Wow. Noch mehr Seife. Seife. Hier. Noch mehr Brot. Hä? Reiniger. Ich glaube, der macht nichts mehr. Ich speichere mal kurz. Weil... Oder alles ist gerade übelst gut aufgefüllt, dass er nichts mehr macht. Ah nee, guck mal, jetzt geht er los. Okay. Er sprintet los. Jetzt fülle ich ja selber wieder auf. Hallo Günni, guten Abend. Was geht? Na du? Didididit. Didididit. Es ist voll. Oh, fast weggehauen hier. So, das hier noch. Okay, das passt nicht. Ich brauche mehr Lagerregale unbedingt. Ah. Unbedingt. Kelvin, schwing die Hufe. Stell die Snackies nochmal. Mach das Snacky-Regal hier vorne voll. Süßigkeiten. Chips. Schokolade. Die Kuchen. So. Dann machen wir das. Chips, Chips, Chips. Die Kuchen. So. Die Süßigkeiten da hoch. Die guten Bonbecks. Der Kuchen hier. Der Kuchen kommt dahin. Da. Ich laufe immer noch rum, ne? So, hier haben wir noch mehr von diesen Chip-Hos. Passt jetzt natürlich nicht hier rein. Perfekt. Hey, Anonymous. Was geht? Mit der Ente. So. Ich mache jetzt erstmal auf die Bude. Es wird eine Katastrophe. Oder kaufe ich jetzt noch mehr Lagerregale? Ja, komm, ich kaufe noch 2. Kostet ja sonst nichts, wa?
Obwohl, ich muss dran denken. Ich muss dann halt auch noch Rechnung bezahlen und so, ne? Aber ich kaufe jetzt hier mal noch schnell zwei Lagerregale und trinke mal einen Schluck Wasser. Und dann packen wir noch so Kaffee und so mit da rein. Stößchen. Es gibt jetzt Lagerhelfer. Ja. Lunatic, schlaf gut. Komm gut ins Bett, mein Lieber. Danke schon für deine Zeit heute. Vielen, vielen Dank für alles. Schlafen Sie gut. Ich mache heute auch nicht so lange, weil ich muss das Wochenende auch arbeiten. Und ich habe gestern auch bis 0 Uhr gestreamt und ich brauche irgendwie nach dem Stream immer eine ganze Weile, um runterzufahren. Deswegen sollte ich heute ein bisschen eher mal offline gehen. Irgend so eine Olle, danke schon für dein Follow. Weil ich lag dann gestern auch noch ewig wach. Es war nicht gut. So. Ich frage, wenn ich jetzt. Oh, das. Geht das nicht? Doch. Hätte ich jetzt hier ein Regal hingestellt, wäre er wahrscheinlich nicht durchgekommen, oder? Ich bestelle mal noch Kaffee und Tee und sowas. Kaffee, Tee. Oh mein Gott. Wow, Anonymous, let's go. Coffee. Wie schnell füllt der aber auf, ist auch die Frage. Tee. Reicht einmal, einmal. Tee, Tee. Ganze Puderzucker ist eigentlich auch immer schnell leer, ne? Puderzucker. Einmal den, einmal den, einmal den. Und Kartoffeln. So, jetzt ist mein Lager genauso durcheinander wie mein Geschäft am Anfang. Wisst ihr noch? So, Puderzucker erstmal hier rein. Hallo Fungus, hello. Ne, Fun. Ich sage immer Fungus, obwohl Fun. Ich sage einfach Fun, oder? Oder Lu? Was habe ich aus dem Laden gemacht? Hart gearbeitet. Sehr hart gearbeitet. Kaffee. Kaffee mag ich mal hier vorne hin. Kaffee, Tee so. Düdüdüt. 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 Hallo, holla, guten Abend. Tee zum Tee. Was ist das hier eigentlich? Das blöde Brot. Das blöde Brot. So, Kaffee. Ich war ein bisschen süchtig, deswegen sieht mein Laden jetzt schon so aus. Puderzucker. Gute Pablo, Puderzucker. Und dann müssen wir, glaube ich, wirklich erstmal aufmachen, oder? Muss man ein bisschen Geld hier auch einnehmen. Und einnehmen. Aufmachen. Was? Ich habe auch so einen Perfektionszwang, aber wenn ich sowas sehe, geht es mir besser. Ja? Nee, mein Lager ist. Das sieht ganz schlimm aus. Das macht mich wahnsinnig. Ich fand es viel geiler, die Kartons offen einfach hinzustellen vor das Ding, weil ich habe jetzt auch keine Ahnung, was habe ich alles noch im Lager. Wisst ihr, was ich meine? Wann kann ich mir so einen zweiten Auffüllmann hier reinknallen? Hä, wo war das nochmal? War das bei hier, ne? Einstellen. Ach, ich könnte mir sogar noch einen einstellen. Na, guck mal. Da muss ich ja gar nichts mehr machen. Ach so, beim Lager kriege ich die Krise. Ach so. Ach so. Okay. Aber ich glaube, es wird dann ein bisschen teuer. Aber ich kriege hier auch die Krise bei dem Lager. Das überfordert mich, weil ich kann jetzt gar nicht so schnell gucken und auffüllen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, so eine Lagerübersicht auf dem PC wäre wirklich geil. Weil das finde ich jetzt viel anstrengender auch zu gucken. Jo, was habe ich noch da? Und was mache ich jetzt, während er dort auffüllt?
Also ich habe auf jeden Fall Nudeln noch hinten. Das habe ich alles gekauft. Bin überfordert. Öl, Reis. Reis habe ich nicht, ne? Ich glaube, ich habe keinen Reis. Habe ich Reis? Ich habe keine Ahnung. Seht ihr? Kühlschrank. Kühlschrank. Ich habe Nudeln noch. Nudeln habe ich. Achso, steht zumindest im Hauptmenü. Kommt im nächsten Update. Das wäre cool. Was soll ich jetzt bestellen? Reis. Das fülle ich jetzt einfach auf. Reis, Reis. Was fehlt noch? Öl haben wir noch hinten. Das haben wir alles noch. Pfeffer können wir mal noch bestellen. Pfeffer. Oh, Ghost Rider. Ey. Bim, bim, bim. Ghost Rider, Dankeschön für 18 Monate. Was geht? Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank für die 18 Monate, mein Lieber. Wow. Ey Leute, vielen Dank für die ganzen Subs. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Dankeschön. Was geht? Wir spielen mal wieder den Supermarkt-Simulator. Es gab ein Update. Es gibt jetzt einen Auffüller. Und ich tue mich gerade ein bisschen schwer damit. Ich dachte, das ist geil. Ist auch geil, aber jetzt muss ich mich so mehr aufs Lager konzentrieren und das finde ich ungeil. Weil der Mann nur vom Lager auffüllt und nicht von dem, was auf der Straße rumliegt. Das heißt, ich brauche jetzt ein ordentliches Lager und das überfordert mich. Weil meine Strategie war bisher immer, die Kartons geöffnet auf die Straße zu legen. Aber wir kriegen das hin. Ich werde mich dran gewöhnen. Hier ist noch sowas. Es ist voll. Okay. Ich muss mir halt wirklich smart das Lager so aufzubauen, wie mein Laden steht. Damit ich immer gucken kann. Haben wir noch Öl? Wir brauchen Öl, Kollege. Wir haben kein Öl hier hinten. Wir haben wirklich kein Öl hier hinten. Hallo Dimi. Öl. Öl, Öl. Wir machen wir Fett Minus, oder? Wegen meinem Kredit und so. Müsli haben wir noch hinten. Braunen Zucker können wir noch bestellen. Brauner Zucker. So, dann bestellen wir den noch. Und das ist auch alles noch im Lager hier. Außer. Außer Wodka. Ich habe keinen Alkohol hinten. Nee, ich habe keinen Alkohol hinten, außer dieses Bierfass. Dann bestellen wir noch Alkohol oder was? Stimmt, PC ins Lager stellen wir auch smart. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich fahre noch auf dieser Schiene, dass ich. Das Lager ist für mich gerade neu. Wisst ihr, was ich meine? Wodka, Wodka. Und das hier. Alright, ich fülle auf mit. Es ist voll. Muss hier mal kurz. So. Boah, wir machen heute fett miese. Vielleicht hätte ich auch den Kredit nicht nehmen sollen, Chat. Jetzt muss ich so viel nachbezahlen. Ich glaube, ich habe einen Kredit von 5.000 genommen. Öl? Die Kassen sind voll. Noch mehr Öl? Rein damit. 2.900. Wir hatten gestern noch 14.000, 15.000. Krank. Okay, wohin mit dem Öl? Ist so Haushaltsgedöns, Kaffee,
Wir haben eigentlich keinen Platz, oder? Ich stell's jetzt mal dahin. Passt da zwar überhaupt nicht hin. Bierfass. Hallo Peter, hello. So, brauner Zucker. Wo haben wir den braunen Zucker? Hier haben wir den braunen Zucker. Geil. Vielleicht muss auch mein Lager gar nicht ordentlich sein. Vielleicht muss ich einfach mal jeden Artikel, also einfach mal die Liste durchgehen im Computer, jeden Artikel bestellen und einfach einräumen im Lager. Weil ich bin doch jetzt eh selten noch hier vorne, oder? Und fülle mit auf. Oder? Ich weiß auch nicht so ganz, wie wir es machen, ey. Aber da muss mein Lager schon echt riesig sein, um jeden Artikel einmal einzulagern, oder? Dafür brauchen wir auch viel Geld. Bier. Auch gar kein Licht mehr im Lager. Muss man jetzt auch noch mehr Lampen kaufen. Passt hier nochmal Wodka rein? Wodka. Wie er schuftet. Die Karten den Fall. Krise. Ey, haben wir noch Hähnchen? Hähnchen? Kauft es gar keiner mehr, ne? Kostet 10... Ich mach's mal günstiger, dann lass es mal auf 10,60 machen. Keiner kauft gerade mehr Hähnchen. Sepp Soda könnte schon wieder... Es ist schon wieder 9 Uhr, perfekt. Naja, ich hol mal Kaffee, ne? Da weiß ich ja, wo der steht. Hier, Kaffee. Koffee. Helfe ich mal unserem Kelvin so ein bisschen. Steht hier noch rum. Das Bier und zweimal Toast. Bier und zweimal Toast. So. Kaffee helle Röstung. Schick. Ich würde mich jetzt am liebsten eigentlich nur noch irgendwo hinstellen und gucken, was mein Mitarbeiter so macht. Ich brauche eine Lagerstrategie, Chat. Irgendwie fuckt sie mich gerade ab. Das bringt mich irgendwie durcheinander, dass unser Kelvin, dass der mit mir auffüllt und ich dann nicht weiß, was habe ich jetzt noch im Lager. Weil ich nie mit dem Lager gearbeitet habe. Das ist super weird für mich gerade. Ich freue mich, dass er da ist, aber ich finde es irgendwie gerade noch ungewohnt komisch. Sieht so aus wie ein Müsli-Regal. Müsli hatte ich aber noch im Lager, oder? Oder ist das schon wieder alle? Guck mal, hier ist Müsli. Honeybees. Die guten Honeybees. Guck mal, wir haben schon wieder ein bisschen Geld eingenommen. 4000. Hör, alles gut. Alles gut, Fun. Wirklich alles gut. Ich antworte auch nicht immer auf alles. Mach dir deswegen mal gar keinen Kopf. Kein Stress. So, habe ich noch Chockpicks. Chockpicks. Sehr gut. Sieht es in den Tiefkühlabteilungen aus? Hier ist eigentlich alles voll. Voll geil. Also da hat er einen guten Job gemacht. Hier sieht es wirklich toll aus. Alles ist aufgefüllt. Was kostet das nächste Lagerding? Lager. 2550. Falls ich will. Ja, ich muss erstmal gucken, Peter, wie ich es mache. War ein guter Tipp, aber ich glaube, das bleibt erstmal noch ein bisschen vorne. Weil ich gucke irgendwie gerade noch mehr, was ich auf Fläche habe, anstatt im Lager. Es ist noch ein bisschen ungewohnt komisch. Ich beende mal den Tag. Aber wir haben 52 von 52 zufriedene Kunden und alles wurde gefunden.
Bestellkosten, Erweiterungskosten. Also das lief doch schon mal gut. Erdnussbutter ist runtergegangen. Und der Joghurt. 4,50, dann machen die auf 4,65. Dann meckert keiner. 15 Cent. Und der Joghurt. 1,35. Übertreiben wir es mal nicht. So. Bier, haben wir noch ein Fass hinten, oder? Nee, haben wir nicht mehr. Lassen wir den kurz auffüllen. Ich glaube, ich lasse den kurz auffüllen und gehe nochmal pullern, Chat. Ich muss irgendwie schon wieder schnullen. Und dann mache ich, glaube ich, nochmal den Laden auf und gucke dann einfach mal, wie es so läuft. So, dann setzen wir. Ah, das kommt wieder hier hin. So. 0, 0, 0, 0. Jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben für die ganzen Regale und so. Haben das Lager groß gemacht. Na gut, was wir haben, haben wir, oder? Geht das nicht, oder was? Okay. Na gut, dann lasse ich es halt doch erstmal hier hinten drin, oder was? Kekse, Kekse. So, dann das hier hinten ist ja alles für vorne, für die ganzen Tiefkühlsachen. Da knalle ich dem Kelvin jetzt hier einfach ein bisschen was hin. Und das Bier. Der soll für mich das Alkoholfach übernehmen. Das hier und vorne das. Also. Das heißt, ich bestelle einfach mal richtig schön alles so ein bisschen. Und zwar Kategorie. Hier, wir machen Fridge. Einfach hier nochmal alles schön nachbestellen. Herrlich. Das, 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 das. Kalbskotelett, Butter, Käse, nochmal mehr Wasser, die Eier im 12er, Bier, Hummus. Bier, Bier. So. Das ist jetzt alles das aus Fridge. Das knallen wir ihm jetzt schon mal schön hinten hin. Sortieren das noch ein bisschen. Mal kurz dieses Fach hier. Oh, let's go, Dragon. Geil. Guten. Ui, passt das? Ja, doch. Passt. Okay. Also. Wir sortieren mal neu. Wir machen Steak. Das andere Steak. Steak, Steak. Was haben wir hier? Milch und so. Das hier kann alles wieder weg. So. So. Milch, Milch. Lachs. Kommt mit hier vor zum Fleischgedöns. Fleisch. Thunfisch. Kommt hier vor zum Fleischgedöns. Ist das Käsefach. Sushi. Sushi können wir auch ein extra Fach machen eigentlich. Nullmal Parmesan, cool. Hähnchen, Pommes, Makaroni und so kann weg. Da kümmere ich mich jetzt drum. Nudeln. Stellen wir mal raus. Huhn haben wir nichts mehr.
Das kann auch raus hier. Honig und so. Das kann weg. Weg. Erstmal weg. 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 Tränke. Okay. So, was haben wir hier stehen? Also, hier haben wir das Steak. Steak habe ich hier. Rein mit dem Steak. Das Quatsch, das brauche ich dann später. Hier ist das Sushi. Sushi war eigenes. So, Sushi, Sushi. Die ganzen Aufläufe knallen wir dahin einfach. Lachs kommt hier mit zum Fleischgedöns. Lachs, Lachs. Dann Käse, Käse. Hier ist mein Käsefach. Mhm. Noch schön, Dragon. Getränke zu den Getränken. So. Noch mehr Sap Soda. Ja, ich glaube, so gefällt mir das besser. Wenn der sich darum kümmert und ich mache einfach den Rest. Hummus. Hummus kann von mir aus hier mit hin. Parmesan. So. Käse, Käse. Wohin mit der Butter? Dahin mit der Butter. Noch mehr Sap Soda. Noch mehr Kalbskotelett. Guck mal, der ist ja schon wieder fleißig im Auffüllen. So, dann das ganze Wasser. Wasser, Wasser. Bier. Ach, passt es echt nicht dahin jetzt? Okay. Gut, dann stelle ich halt hier vorne das Alkoholische hin. Ist das hier unten? Süß. Also packen wir das hier weg. Dann stellen wir halt das Wasser hier unten hin. Wasser, Wasser. Wasser. Sap Soda. Okay. Eier. Die Eier hin. Moussaka. Irgendwo hatte ich hier schon mal einen Auflauf, oder? Nicht? Ey, es verwirrt mich immer noch. Die Bierkisten sind leer. Jo, wir gucken gleich. Kein Stress. Die Milch habe ich hier vorne. So, Milch, Milch. Thunfisch haben wir hier. Wo passt es nicht hinter? Doch, so. Die Eier. Boah, das hier muss auch irgendwie mal weg. Das hier muss weg. So, weg damit. Das ist verwirrt. Ich glaube, der hat die Aufläufe schon wieder aufgefüllt, ne? Käse. Eier. Eierregal. Mozzarella. Wo haben wir Mozzarella? Da haben wir Mozzarella. Soda kommt hier mit rein. Das Bier haben wir hier vorne. Was ist denn hier drinne? Gar nichts. Hä? Hä? So, Bier, Bier. Ich glaube immer noch außenrum. Soda hoch. Oh. Okay, Mabak. Ich glaube, ich habe deinen... Okay, ich sag deinen Namen super falsch, aber vielen Dank für deinen Raidy. Was habt ihr gespielt heute? Ich sag einfach Bug, weil ich glaube, ich sag deinen Namen unnormal falsch. Wie geht es euch? Vielen Dank für den Raid. Kommt ihr auch vom Supermarkt-Simulator? Bestimmt, oder? Es war richtig? Okay, weil ich habe das Gefühl, ich spreche das übelst falsch aus, deinen Namen. Was geht?
Ihr habt bestimmt auch Supermarkt gespielt heute, wie wir auch. Auch vom Supermarkt. Wie läuft? Seid ihr auch süchtig? Auch süchtig? Bin übelst süchtig, aber ich komme noch nicht so ganz mit der Auffüller drauf klar. Weil ich habe nie das Lager so richtig benutzt. Und jetzt muss ich das Lager benutzen, damit das mein Auffüller benutzt. 45! Wow! Holy shit, dann habt ihr reingegrindet. Wow. Hier, Alkohol. Alkohol. Okay, dann haben wir das hier alles. Das habe ich jetzt alles bestellt. Kann sein, dass es schon wieder alles leer ist auch. Ich glaube, ich bestelle die Eier nochmal. Moussaka bestelle ich nochmal. Butter nochmal. Hier nochmal Eier. O-Saft. Scheiß auf die Versandkosten. Ich glaube, ich hau dir noch mal ganz kurz raus. Ich glaube, ich feuer den noch mal ganz kurz. Damit der hier nicht die ganze Zeit die Kisten hin und her trägt. Sorry an Kelvin, wir stellen ihn gleich wieder ein. Ich muss bloß mal kurz das Lager sortieren, ohne dass er die ganze Zeit mit rumfuscht und wieder irgendwas rausnimmt, weil es macht mich kirre. Es ist super komisch. Doggo ist jetzt mit hier, Chat. Du hast 53,8 Stunden schwerkrank. Alter. Wo haben wir die Aufläufe gelagert? Hier unten. Aber wieso beim Käseregal? Der Auflauf. Die packen wir mit hier runter. Auflauf, Auflauf. So. Hey Bär, was machst du da hinten? Getränke. Hier die Turko. Produkte müssen gleich sein. So. Habe ich der Bio-Apple Juice? Hab ich. Achso, das ist für mich später. Moussaka. Rein mit dem Moussaka. Ganzen Eier. Das ist mein Eierfach. Hier ist mein Eierfach. Kann dahin. Hey, Bär. Na, große. Noch mehr Butter. Butter hatte ich auch irgendwo stehen, ne? Hat der Typ wieder weggenommen anscheinend. Und mein Lachs ist eigentlich mit hier vorne. Hat er schon wieder alles durcheinander gebracht, hier mein Lagermitarbeiter, du. Mein Sushi. Hä, es ist alles übelst durcheinander. Weil ich vergessen habe, die Schilder rauszunehmen. Es steht alles woanders, hä? Eier? Eier. Ja, irgendwo hinschmeißen, ne? Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mein Lagermitarbeiter, also mein Auffüller, lasse ich die Tiefkühl- und die Kühlschränke übernehmen, weil mich das kirre macht, weil ich nicht weiß, was habe ich da noch im Lager, weil ich habe nie mit dem Lager gearbeitet. Ich war immer so, okay, ich schmeiß die Kartons vor die Regale, damit ich sehe, okay, das können wir noch auffüllen oder auf die Straße. So, jetzt muss ich mir erstmal eine neue Strategie überlegen. Aber gut. Ich wollte jetzt eigentlich das Lager übelst vollhauen hier. Aber hier ist ja schon wieder alles durcheinander. Das kann weg. Das kann weg. Hier ist der Lachs drinne. Hier die Steaks. Da oben ist das Sushi. Weil hier stand jetzt auch nochmal Sushi. Weil der Typ hat alles durcheinander gebracht. Sushi, Sushi. Kann man das Lager stellen? Ich weiß, ich weiß. Ich glaube, das mache ich auch später noch. So. Sushi, Sushi.
Dann die Schilder hier weg. Das kann auch weg. Käseregal. Das da oben kann auch weg. 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 Okay, sollen wir noch ein bisschen. Ich bestelle noch den Käse. Kann man nie genug haben, den Käse. Sushi können wir auch noch voll knallen. Sushi, Sushi. Okay. Oh, es ist so durcheinander. Es triggert mich immer noch. Was macht der Hund im Hintergrund? Was macht sie? Was hat sie gemacht? Ich weiß nicht. Hä? Ja, Bailey ist gerade hier. Spielt. Spielt mit ihrem. Oder hat irgendwas verloren gerade. Da unten. Hey, Bär. Und schläft jetzt anscheinend. Hey, jetzt wo Hausi nicht da ist, ist der Hund hier. Wir haben immer so einen Chatter im Chat, der fragt sich immer, wo ist dein Hund? Und dann ist sie hier, dann ist er nicht da. Es ist witzig. Baby Bear. So, Sushi, Sushi. Auflauf. Auflauf. Käse. Bailey, wie groß willst du noch werden? So riesig wie die ganze Couch. Ja, oder? Großer Bär. Wirklich großer Bär. Nee, ohne Spaß. Geht jetzt hier wirklich. Wirklich groß? Groß geworden, Bär. Ist müde auch, ne? Ui. Die wird noch ein Stück. Sind ja gerade mal jetzt ein halbes Jahr alt. Das wird noch. So, dann hier noch mehr. Käse, 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 Comté-Käse. Also der geht mir heute nicht leer, weil ich habe so übelst viel Comté-Käse. Noch mehr Sushi. Sushi klein. Da oben ist großes, hier ist kleines. Eier. Hier sind meine Eier. 12er, 8er, 4er Eier, Auflauf. Schön. Hier, das sind wieder die 8er Eier. Was ist denn los, Bär? Huh? Was ist los? Brauchst du Aufmerksamkeit? So. Meint ihr, das reicht? Brauchen wir noch irgendwas? Hähnchen und Pommes. Das müssen wir noch bestellen. Wir gehen jetzt hier mal auf Freezer. Das kommt jetzt nämlich noch. Hähnchen. Pommes einfach mal übelst oft bestellen. Die Pizza noch. Krabbensticks wird, glaube ich, eh keiner kaufen. Aber. So. Boom, knallen wir das noch hinten mit rein? Hähnchen. Hier vorne hin. Hähnchen. Ich darf nicht vergessen, ich brauche ja im Laden dann vorne noch was. Ich muss ja noch auffüllen. Huch. Eis, Eis, Eis. Pizza. Hier schon mal irgendwo Pizza? Ja, hier ist Pizza. Pommes? Kommt zum Huhn? Ey, wisst ihr was? Ich glaube, ich fuck das jetzt auch einfach nur noch irgendwo rein, wo es reinpasst. Oh. Oder ich verkaufe das komplette Lager wieder. Es macht mich so wahnsinnig, ey. Krabbensticks. Krusty Pizza. Hier hinten war die Pizza. Huhn. Ganz viel Huhn. So. Pommes.
Wo habe ich jetzt die Pommes hingeschmissen? Da oben. Pommes. Ja, ich kriege wirklich einen Lagerkoller, ey, weil ich nie mit dem Lager gearbeitet habe. Es macht mich so wahnsinnig. Ich finde es so. Ich weiß nicht, Todestag, was geht. Ich bin immer noch kein Lagerfan. Pizza. Also, die geht mir heute auch nicht aus. Noch mehr Pizza. Noch mehr Krabbenchips. Die brauchen wir nie wieder nachbestellen, die Krabbenchips. Stanax, was geht? Ich find's cool, aber ich bin übelst verwirrt, weil ich habe. Meine Strategie war immer, ich stelle die Ware, die ich mir nachbestelle, vors Regal, damit ich die dann schnell auffüllen kann. Oder ich pack's mir auf die Straße geöffneten Kartons. Ich habe nie mit dem Lager zusammengearbeitet irgendwie. Ich bin kein Lagerfan, weil mich das irgendwie nervt. Und jetzt ist es aber so, man hat einen Auffüller, was ich an sich cool finde, aber der holt nur Sachen aus dem Lager. Und das ist jetzt für mich gerade ein bisschen doof. Das ist so, meine Strategie ist weg. Jetzt habe ich es irgendwie so gemacht, dass ich jetzt, mein Plan ist jetzt, dass ich dem Auffüller alles überlasse, was in den Kühlschrank oder in den Freezer kommt. Mal gucken, ob das funktioniert. Das heißt aber, da muss das Lager auch übelst aufgefüllt sein. Das heißt, ich konzentriere mich eigentlich darauf, dass das Lager aufgefüllt ist und gleichzeitig auch noch, dass meine Regale vorne aufgefüllt sind. Ich weiß nicht, ob das so smart ist. Ich habe auch schon überlegt, den wieder rauszuhauen und zu kündigen. Ich weiß nicht. Und noch Alkohol. Ich stell noch den Alk. Hey, Bär. Alkohol ganz oft bestellen, dass der heute nicht leer wird. So, und von dem Fass, ey, dieses Fass kaufen die auch wie verrückt, ne? So, stellen wir das Fass direkt nochmal, dann geben wir das niemals leer. Und das hier. Lass ihn doch alles machen und du schaust nur, welche Regale im Laden leer sind. Ja, oh, ich weiß nicht. Das habe ich versucht, aber irgendwie hat mich das auch todesgetriggert. So, Alkoholfach. Passt gar nicht alles hier rein, oder? So. Jetzt habe ich hier noch so ein Fass. Hier ist noch Bier. Noch mehr Bier. Ah, Lagerschaden habe ich halt wirklich. Den habe ich schon. Jetzt passt hier nichts mehr in mein Alkoholfach rein. Ja, mach mal hier drüben weiter, hä? So, der Wodka. Der Wodka, der Wodka. Das Bier. Ich habe auch gerade kaum noch Kohle, um vorne meine Bude aufzufüllen. Oh mein Gott. Ich muss ja vorne noch auffüllen. Und einen Kredit abbezahlen. Das wird es hier nichts mehr. Bierfass blond. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist ein leerer Karton. Ah, chillig, cool. Wieso ist dein leerer Karton schon wieder drin? Ne? Kredit, ja, ich habe einen Kredit genommen in dem Spiel. Um mein Lager aufzufüllen. War jetzt im Nachhinein vielleicht doch ein bisschen dumm. So, wo habe ich das Eis? Ich hatte hier irgendwo schon mal Eis, oder? Maxi Cone. Ach komm, wir schmeißen es da unten rein. Was soll's? So, okay. Jetzt muss ich hier natürlich noch gucken. Also das hier ist alles abgedeckt dann von meinem Lagertypen. Ich brauche Reis. Reis. Salz. Pfeffer. Uiuiui. Ausgelagert. Hat sich ausgelagert hier.
So, rein mit dem Pfeffer. Ich hätte dann auch noch sowas machen können wie Toilettenpapier. Haushaltsabteilung. Mache ich vielleicht später auch noch. So Sachen, die bei mir wirklich gut laufen. Huch. Noch mehr Reis. Ja, ne? Ich habe richtig viel Platz gerade. Mhm. Mein Geld wird so sinken jetzt. Hier steht jetzt noch mehr Reis rum. Toll. Okay. Dann Honig. Hatte ich hier noch irgendwo Honig rumstehen? Nee, ne? Nee. Honig. Das ist alles reingestopft? Echt? Kaffee? Ey, mal gucken, wie das jetzt läuft mit dem... Wie ich mir das so denke. Mal gucken, ob mein Plan aufgeht. So, hier ist noch alles in Ordnung. Das packt heute noch. Die 6er Milch ist alle. Die müssen wir nachbestellen. Und die Hot Sauce. Boah, krank. Krank. Regal so dicht, wie es geht zusammen. Herrlich. So. Boah, ich werde so arm. Ich glaube, wir rutschen jetzt hier wirklich auf 1000 wieder runter. Dann hat das lange nicht mehr so. Alter. Ich habe das Gefühl, ich rutsche jetzt in die Insolvenz. Lang nicht mehr so wenig Geld wie gerade eben. Was macht man eigentlich, wenn man dann im Minus ist? Kommt man da wieder raus in dem Game? So, die 6er Milch. Rein mit dir. Wie lange fülle ich jetzt auch eigentlich schon wieder auf? 1 Kredit habe ich mir genommen, um das Lager so aufzubauen. Irgendwie. So, alte Strategie, da ist sie wieder. Ob man ins Minus kommen kann, bestimmt, oder? Wir werden es herausfinden, denke ich mal. So, noch mehr Honig. Schwupps. Bip. Bip, bip, bip. Ey, wir sind Level 39. Let's go. So, ich denke, dass ihr überlebt heute noch alles. Wir brauchen unbedingt Haushaltssachen. Der Hund. Der Hund macht hier Sachen, ey. Also, wir brauchen Reiniger. Reiniger, Seife. Toilettenpapier wahrscheinlich schon wieder. Bleichmittel. Und die Dish-Dinger. Die Dishwash-Dinger. So, und zack. Sind wir gleich noch bei 1000. Ja, Shampoo brauchen wir auch noch. Hier sieht es richtig mager aus, ey. Seife. Ah, perfekt, die passt gerade gar nicht rein. Okay. Ich habe es mir irgendwie mit dem Lagerarbeiter richtig verkackt. So, wir müssen das hier wieder rausnehmen. So, dann kann das hier weg. Ich kann da unten mein Bleichmittel noch mit rein. So. Ach ja, ging ja nicht mehr. So. Was ist das hier? Toilettenpapier. Düt, düt, düt. Düt. Statt vorher ich meinen Lagermitarbeiter wieder. Oder was mache ich mit dem?
1189 habe ich bloß noch. Furchtbar. Das Fass knallen wir noch mit hier rein. Zwei nur sogar dritten einstellen. Ich muss mich erstmal ans Lager gewöhnen. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen. So, Clean Dish. Was war hier mal drin? Ach, hier war sogar Clean Dish mal drin. Ach so. Komplett leer auch. Wow. Die Nudeln stehen hier noch rum. Wenn ich besser ohne ihn klarkomme, dann schmeiße ich ihn raus. Ja, ne? Ich versuche mich dran zu gewöhnen. Wenn es nichts wird, dann muss ich ihn wieder raushauen. Es ist, ja. Auch wenn ich mich die ganze Zeit gefreut habe, dass es endlich einen Auffüller gibt. Oder es funktioniert jetzt wirklich so gut mit dem, dass das eine Lager mal voll ist und der das Tiefkühlzeug alles macht. Vielleicht funktioniert es ja so, wie ich mir das denke. Shampoo. Und dann müssen wir wirklich erstmal Geld verdienen. Kartoffeln. Mhm. Kartoffelsack. So, das hier ist im Lager. Das macht gleich der Kollege, wenn wir den einstellen. Und Süßigkeiten reicht auch noch. Vielleicht das Mehl noch. Mehl, Mehl, Mehl. So. Und jetzt würde ich sagen, füllen wir noch auf und öffnen erstmal. Achso, und ich muss noch meinen Lagertypen einstellen. Ich sag mal Lagertypen. Das ist ein Auffüller, was auch immer das ist. Ich sag einfach Lagermitarbeiter. Kelvin. Den Kelvin. Shampoo. So. Kartoffeln. 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 Na Mensch. Jetzt ist er hier richtig voll. Das Kartoffelfach. Frage mich jetzt auch, wenn er sich um den Rest kümmert, ob ich mich dann noch darauf konzentriere. Eigentlich müsste ich schon. Ich müsste dann ab und zu mal ins Lager springen und gucken, hey, haben wir das noch, ne? Um dann wieder das Lager aufzufüllen, damit er auffüllen kann. So, haben wir's? Was steht hier noch rum? Das Öl. Ich glaube, Öl... Öl war noch okay. Dann stellen wir den Karton mal dahin. Das war noch okay. Die Seife. Was im Regal fehlt, fehlt es in der Regel im Lager auch. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie schnell füllt der andere Typ jetzt auf, wisst ihr? Ich mache jetzt hier auf. Oh, ich muss hier noch jemanden einstellen. Stimmt, ich habe vergessen, meinen Lagertypen einzustellen. Ja. Einstellen, Auffüller, ran an die Arbeit. So, der macht das jetzt hier alles. Och, kennt ihr das, wenn so eine Wasserflasche irgendwo steht und auf einmal platzt sie so random oder macht so Geräusche? So, ich kümmere mich um die Regale. Um das hier alles. Kelvin macht den Rest. Die drei bei mir füllen schneller auf, als ich nachbestellen kann. Echt, ja? Krass. Okay, ich bestelle jetzt hier nochmal Mehl. Vorne passt noch Mehl rein, da passt noch das andere Mehl rein. Reicht aber einmal. Brot. Sandwich-Brot. Aha, Kartoffelpüree. Kartoffelpüree. Stellen wir den noch nach. Ja, die Soße geht nicht so krass, ne? Aber Puderzucker bestelle ich mal noch nach. Ey, Hausi! Hausi, hier wo du da bist. Achtung! Look at this.
Sie ist hier. Ich habe schon gesagt, dass sie reingekommen ist. Ey, jetzt ist Housie nicht da, aber Bailey ist da. Und jetzt ist Housie da, da ist Bailey wieder weg. Aber sie ist hier. Sie ist hier. Und pennt und chillt. Puderzucker. Puderzucker. Shampoo habe ich schon zweimal. Spaghetti. Hält noch. Ich muss mal ein bisschen Geld sparen hier. Bagel. Oh, Bagel ist da. Da ist es. Klein Bagels. Die pennt. Gerade krumm und schief, aber sie pennt. Wow, schaffen wir heute noch ein Level 40? Mal gucken. Hier geht es aber auch ab gerade. Meine Fresse. Beep, beep. Beep, beep. Susu Puderzucker. Ah, sie braucht wirklich bald eine eigene Couch. Sie ist groß geworden. Das ist wirklich krass. Kartoffelpüree. Beep, 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 beep. Puderzucker. Ey, wir haben schon wieder 1250. Was machen wir heute? Machen wir heute 4000? Schaffen wir das? Ja, ich denke schon. Mein Lager müsste eigentlich voll sein. Hoffe ich zumindest. So, Bleichmittel, wie sieht's aus? Hat, ja, kauf mal. Nee, doch nicht. Will sie nicht. Okay. Die will das nicht. Ach, sehr gut, Calvin. Sehr gut. Hier ist alles voll. Ich liebe es. Anno, 875% günstiger. Hogwarts Legacy für die Hälfte. Detroit noch ein paar kleinere Games. Ach so. Du brauchst beim Steam, bei dem Steam Sale, du bist zum Opfer gefallen, aber voll geil. Hogwarts Legacy für die Hälfte. Ich liebe Hogwarts Legacy. Das hat mir so viel Spaß gemacht, das Spiel. Puderzucker schon wieder. Sieht eigentlich alles noch gut aus hier. Den Tee können wir nochmal nachbestellen. Der Tee. Und wenn ich schon wieder sehe, wie viel Huhn die kaufen. Ja, übst für Hähnchen über die Kasse schon wieder. So, das macht mein Typ da. Toilettenpapier. Zweimal. So. Piep, 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 piep. Ja, ich helfe ihm mal ein bisschen. So. Der Tee. Lass war sie auch ein bisschen günstiger. Würde mein Budget sprengen. Und jetzt erstmal die Games spielen. Ja, spiel erstmal die einen Games. Und dann die anderen. Aber geil. Stimmt, jemand war gestern im Chat und meinte, er ist im The Last of Us Fieber. Wer war das nochmal von euch? Boah, ist schon wieder volle Bude hier, ne? Volle Hütte. Volle Hütte. Es ist voll. Toilettenpapier, wir müssen nochmal Licht anmachen hier. Bip, 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 bip. 1996. Mhm. Hat schon jemand Bleichmittel gekauft? Keiner kauft Bleichmittel. Ist denn das so teuer oder wollen die das gerade nicht? 5,16 kostet das. Auch gerade irgendwie keiner, ha? Huh? Kassen sind voll. Hähnchen. Mal das Hähnchen, was hier draußen steht, hier reinstellen. Ich weiß nicht, wo es steht. Da. Okay, wir haben noch 8-mal Huhn. Jetzt haben wir noch Eis, wir haben noch Sushi. Lachs. Okay, Bier haben wir auch noch genug. Hier hinten ist gar kein Licht, wir müssen mal Licht kaufen. Butter, Milch haben wir noch. Der Käse. Dieser Mimolett-Käse, den können wir nachbestellen. Der ist schon wieder nicht hier. Katastrophe. Mimolett.
Vielleicht dreimal bestellen. Huhn noch einmal bestellen. So, was... Okay, wir bestellen das. Es ist nämlich schon wieder 9 Uhr. Furchtbar. Hier ist dein Huhn. Ist der Mimolettkäse. Oder habe ich den übersehen? Nee, der ist nicht mehr da. Parmesan ist auch schon wieder leer. Ich hätte mal Parmesan mitbestellen sollen. Ha! Aha! Kelvin, Mitarbeiter des Monats. Er hat Parmesan. Minjung. Bin stolz auf ihn. Guck mal, wie toll der das macht. Bleichmittel, Seife. Wie sieht es aus mit der Seife? Hat schon jemand Seife gekauft? Auch keine Seife gekauft. Was ist da los? Ah, jetzt. Aha. 1,93. So, das macht alles der Kelvin. Hier kann noch ein bisschen Reis rein. So. Ich habe halt nichts mehr. Jetzt habe ich nichts mehr, Leute. Jetzt muss ich warten. Kelvin macht den Rest. Achso, ich könnte mal noch schauen wegen... Wegen meinem Kredit, ne? Boah, hier ist noch was. Hier ist noch was. Und wenn ich jetzt noch meinen Kredit abbezahle... 5k. Oh mein Gott. Gebühr für eine späte Bezahlung. Wie viel Zeit habe ich hier noch? 3 Tage left. 2 Tage left. Vielleicht... Naja... Ich habe noch ein bisschen Zeit. Zeit ist jetzt noch nicht. Wir machen das später. Was habe ich gesagt? Ich wollte 4000 machen, ne? Das wird ein bisschen. Das wird nichts. Kelvin! Am Schuften! Wow. Wow, wow. Leute, wann gehen wir pennen heute? Nach dem Tag? Was sagt ihr? Ich muss morgen leider arbeiten. So langsam mal ins Betty gehen. Dann muss ich noch Stream vorbereiten für Sonntag. Am Sonntag spielen wir Sekiro mit Walrus-Kostüm. Und Pulsmesser. Falls ihr Sekiro nicht kennt, ist so ein Souls-like-Game. Relativ schnell. Alles, was man hat, ist so ein Schwert und ja. Das wird verrückt. Gucken wir mal, wie es wird. Das ist wirklich ein Macher, ne? Der ist ja noch am Schuften, der Mann. Vielleicht schaffen wir doch noch 4000. Einmacher. Kann ich hier einfach zuschauen und gucken. Muss hier gerade gar nichts mehr machen. Guckt ihn euch an. Da ist er. Was kommt jetzt? Die Crumbsticks oder was ist das? Ach, das Sushi. Aha. Wow. Wie schön voll da hinten die Regale sind. Das ist voll geil. Bei mir immer war der Käse leer. Ja, aber hier ist alles schön voll. Mach am besten nach dem Tag Schluss, bevor du dann wieder ins Auffüllen denkst. Ja, ne? Ich denke auch. Stimmt, ja. Sonst würde ich wieder auffüllen und wieder weitermachen. Die Sucht. Seine dicken Lippen. Der Mann. Aber ey, auch meine Kassierer sind toll. Die machen das auch super hier. Piep. 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 Kelvin? Ah, was für eine Maus. Was für eine Maus. Ey, die Eier sind alle. Die Eier sind alle. Parmesan haben wir hier noch. Hier haben wir noch dreimal. Achso, 3 Stück Parmesan. Achso, ich dachte 3 Packungen. Wir haben 4000 geschafft, Chat. Ey, wir haben wieder 4000 hier drin. Let's go. Ja, wir machen das jetzt so. Kelvin kümmert sich um die Fridges und so da hinten und die Freezer und ich mache die Regale. Das funktioniert ganz gut. Tag beenden. Wie viele Leute haben heute irgendwas nicht gefunden? Und guck mal, der ackert immer noch. Die haben alle alles gefunden. Wir haben bloß Fett Minus gemacht.
wegen meinen Bestellkosten. Ich habe für 8.324 bestellt heute. Wow.